Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, 611 Gold haben wir wieder erhalten und wir haben noch einiges mehr, was wir jetzt noch verkaufen können. Das ist meine komplette Ausbeute von der letzten Folge, beziehungsweise von zwischen der letzten Folge und dieser Folge sozusagen. Ich habe ja noch ein bisschen gegrindet nachts, habe ich gesagt. Also nachts im Spiel. Dann haben wir 264 durch Korallen. Achso, die haben Stacks von 30, 360 und noch einmal 168 durch Muscheln. Wobei ich gerade mal eben gucke, wie viele Muscheln haben wir jetzt überhaupt hier parat. Ich glaube, ich habe gar keine aufbewahrt, ne? Ja, weil wir dem einen die Muscheln gegeben hatten. Aber gut, ich meine, zur Not kann man auch, wenn man welche findet, nochmal welche abzweigen. Dann haben wir diesen gemeinen Blaufalter gefunden. Ich dachte, der bringt ein bisschen mehr Geld, weil er halt am Leuchten war. Aber gut, da sind nochmal 18 Gold dazu. Ich glaube, von diesen Süßholz oder wie sich das nennt hier, Süßblatt, da haben wir auch genug von. Das heißt, das können wir auf jeden Fall auch erstmal verkaufen. Die Austern muss ich dann gleich mal gucken. Den können wir auf jeden Fall verkaufen. Den Bahari-Krebs in Sternchen. Die Blumen da. Das wird jetzt alles rübergehen, ne? Das dachte ich mir jetzt schon. Eins, zwei. Da würde ich sagen, dass wir so 30. Ja, eigentlich wollte ich 35 behalten. Ich weiß es nicht. Egal. Wir machen es jetzt mal auf 30. Ist ja auch egal. Das machen wir alles nach oben. Was haben wir denn noch? Die Austern müssen wir öffnen. Die Kiste ist leer. Ja, ich habe leider keine einzige Eichel bekommen. Das fand ich ein bisschen sehr schade, aber was wir machen. Beziehungsweise, sie heißen Kiefernzapfen und nicht Eichel. Wobei ich zwei brauche, sehe ich jetzt gerade. Also ich hatte tatsächlich nur drei erhalten. Dann, und ihr seht ja, wie viel Platz ich mittlerweile habe, so im Vergleich, ne? Das darf man auch nicht vergessen. 21 Austern haben wir erhalten. Mal schauen, wie diesmal unser Wert ist beim Öffnen. Ist ja auch immer so eine spannende Sache, weil ich sehr, sehr selten Perlen bekomme. Zuletzt habe ich mal zwei grüne Perlen bekommen. Ich glaube, die... Achso, das... Ah, Moment, zweite Perle. Ich glaube, die haben sogar ziemlich hohen Wert im Vergleich zu den normalen Perlen, die grünen. Genau, die geben 70, obwohl die anderen, glaube ich, geben auch 70. Bin mir nicht sicher. Ich habe noch zweimal Austernfleisch mit Sternchen. Für 13 und 19 mal das normale für 9 Gold. Nee, für Quatsch. Doch, für 9 Gold. Die Sachen schmeißen wir dann auch direkt mal mit da rein. Die können wir auch reinschmeißen, die Leuchtpilze. Die benutze ich ja so. Obwohl, Leuchtpilze. Ich bin mir nicht sicher. Die mit den Sternchen habe ich immer verkauft, aber ich weiß nicht, ob ich die eventuell für ein Rezept brauche. Was ich wohl mal gucken muss, diese... die ist sowieso mit Sternchen. Ja gut, mit Sternchen, die gebe ich auf jeden Fall ab. Die Bergmeuchel behalte ich mal, weil ich die ja für Gemüsesuppen brauche. Und hier die Perlen, die tun wir auch mal rein. So, ja, dann könnt ihr sagen, alles, was ich jetzt heute so gesammelt habe... Gut, ich habe auch, wie gesagt, ein bisschen hier nebenbei noch gesammelt mit zwei Tieren und ein paar Blumen. 1393, das ist tatsächlich das Höchste, was ich bisher bekommen habe, aber richtig geil. Ich muss dazu sagen, ich habe sonst auch unten den Teil nicht gemacht. Das ist jetzt auch noch so ein bisschen problematisch. Da sagen wir mal, wenn wir auch noch 15 sammeln, alles was drüber geht, werde ich dann abgeben. So, das Moos kann auch direkt da rein. Ja, da müssen wir jetzt nur noch warten. Ich glaube 23 Minuten oder sowas stand da drin. So, jetzt ist die große Frage, habe ich noch genug Platz? Na, ich habe gerade noch genug Platz. Ich mache das mal so, dass... Nein, das nicht. Dass ich die Kisten hier rausnehme. Die auch. Die auch, wobei die nicht so viel bringen, ne, wenn ich mir das so anschaue. Hier ist auch nochmal eine Kiste. Ja, ich habe Maximum, ne? Also ich habe alle 8, waren es, glaube ich, von den Truhen jetzt hier stehen. Und damit habe ich alles, das totale Maximum erreicht. Mal schauen, das ist jetzt so eine ähnliche Kiste. Ich
Ich kann ja schlecht alles hier jetzt mit Kisten zuballern. Das ist doch gemein. Aber irgendwo muss ich die Dinger ja hinstellen. Das ist ja das Problem. Das sind die hier. Die stellen wir da auch mal direkt drauf. So. Und so. Ich muss dann die Dinger hier vielleicht irgendwie wegtun oder so. Ich weiß es noch nicht so genau. Kann ich so hoch jetzt nicht bauen oder ist das... Nee, ist wahrscheinlich wegen dem Ding, ne? Nehme ich mal an. Dann stelle ich das jetzt davor. Das bleibt natürlich nicht so. Wir wollen uns das ja auch schön machen. Aber was soll ich machen? Ich meine, ich habe im Moment so überhaupt gar keinen Platz, um die ganzen Kisten unterzubringen. Das ist auch nochmal so eine ähnliche wie die hier. Dann ist das so eine hier. Und da hätte ich gerne mal eine draufgestellt, was aber, so wie es aussieht, nicht funktioniert wegen dem Fenster. Dann stellen wir die davor. Die haben jetzt auch wieder dreimal. Das ist wieder eine ganz andere. Das war wieder klar. Ja, dann muss ich die halt irgendwie noch hier hinstellen oder so. Ich habe doch keine Ahnung. Es ist halt blöd, ne? Sind wir mal ganz ehrlich, es ist blöd. Ich weiß auch nicht, was ich mit den Kisten machen kann, ob ich die wegwerfen kann, weil es sind unheimlich viele. 7. Wenn er das mal nehmen würde, 7. Das ist wieder so eine ähnliche Kiste. Es ist nicht hundertprozentig die gleiche, aber quasi die gleiche in Gold, wenn ich das richtig sehe. Und ein bisschen dunkler, ja. Haben wir jetzt alle weg, ja. Inventar ist jetzt quasi auch wieder leer. 15 davon haben wir noch. Dann schaue ich mal, dass ich hier... Kann ich da die einen Bretter... Nee, die kann ich da gar nicht mitmachen, ne? Das ist natürlich doof. Da geht es wieder hoch. Da bräuchte ich dann das Verbesserte für. Okay, also die muss ich auf jeden Fall da reintun. Kupfer habe ich jetzt diesmal nicht gefunden, aber wir haben Eisenerz gefunden. Ich glaube, rechts ist noch Silber drin. Würde ich sagen, machen wir hier mal Eisenerz rein. Kann ich da noch was? Ja, kann ich nochmal auffüllen. Ja, hier ist noch Silber drin. Tun wir das da rein. Ich weiß nicht, ob die Barren eventuell... Eigentlich müsste es dann weniger Platz wegnehmen, weil von den anderen, die brauchen ja zum Beispiel 5 von den Silbererz für einen Silberbarren. Also theoretischerweise müsste es dadurch ein bisschen weniger werden. Aber ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. So. Dann, das wird jetzt noch eine Weile dauern, ne? Wir haben aber schon mal 862. Da könnten wir zumindest eine Lizenz mit kaufen. Das werden wir mal eben machen. Ich weiß immer noch nicht, was das eigentlich für ein Geräusch ist. Das ist eigentlich die einzige Quest, die ich noch habe. Das ist die einzige. Wir sollten uns vielleicht auch mal eine neue Quest holen. Beziehungsweise mehrere neue Quests holen, damit wir die vielleicht auch mal nachts bearbeiten können oder so. Wir hatten ja hier einige. Jetzt sehe ich hier allerdings nur noch Sprechblasen. Wo sind die denn alle hin? Ich hatte mehrere, so 2, 3 auf jeden Fall, wo ich mir neue Quests holen konnte. Zum Rathaus wollte ich aber mal eben kurz, bevor ich das mache und das jetzt wieder vergesse, weil ich bin ja gerade hier. Ach, die hat auch eine neue Quest. Ach, guck mal. Hope your day is going better than mine. Da bist du ja. Ich war gerade auf der Suche nach einem Menschen, der so aussieht, als könnte er mit seinen Sachen umgehen. Ich möchte, dass du mir etwas kochst, und zwar buchstäblich irgendetwas. Irgendetwas? Solange es keine Salatsuppe ist. Meine Mutter hat unseren Koch einmal zu oft angeschrien und er hat aufgehört. Seitdem bringt Papa jeden Abend Essen aus dem Gasthaus mit nach Hause. Versteh mich nicht falsch, Ref ist heiß, aber er ist nicht heiß genug, um den ganzen Kopfsalat auszugleichen. Und wenn es nicht reicht, dass ich bitte sage, bezahle ich dich auch. Ja, mach ich. Kein Thema. Gegen Bezahlung mache ich viel. Egal, wo ich in meinem Zimmer hinsehe, ich sehe den Stil meiner Mutter. Es wäre schön, mal etwas selber gestalten zu können, weißt du? Und wenn es nur ein Lotus oder so wäre. Guck mal, ich habe dir was zu essen mitgebracht. Ja, sie sagt nur Punkt. Na gut, ich dachte, aber okay. Meine Mutter lässt mich hier arbeiten, damit ich mich auf eine Karriere in der Verwaltung vorbereiten kann. Ich glaube, ich würde lieber meine eigenen Augäpfel rausreißen, um sie an einen Gilüfin verfüttern, als so zu enden wie sie.
Ja, kann ich verstehen. Die Nein. Mutter ist ja Nein. auch, ne? So, Open Store. Ich wollte eigentlich jetzt ganz viel für ein zweites Zimmer mal sparen, aber irgendwie wird das ja nie irgendwas. Nehmen wir uns noch zwei Genehmigungen mit, dafür haben wir gerade noch genug. Hä? Ach so, haben wir nicht genug, weil die ja höher werden. Ah. Okay, also eine Herstellungs... Hieß die jetzt Herstellungslizenz? Die hieß doch Herstellungslizenz, die ich hatte, oder? Die anderen hier. Sonst kann ich ja hier nichts kaufen. Ich kaufe noch meine Herstellungslizenz. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das jetzt nicht doof war. Oder wieso kann ich ja eigentlich R drücken? Ach so, ja klar, deswegen kann ich R drücken. Ja, ist logisch. Ah, ich war gerade schon total durcheinander. Okay, Sprechblasen habe ich hier. Was ist mit dem? 128. Läuft der in meine Richtung oder läuft er gerade davon? Oh, Moment, die unten, die hat noch eine. Oh, Moment, die muss ich mir mal eben markieren. Die hat eine Quest für mich. Dann laufen wir da doch mal schnell hin. Ja, freut mich, dass ihr die Gemüsesuppe gefallen hat. Der einen. Das war dann doch mal eine schnelle Erledigung meiner Quest. Stehen bleiben. Alles Gute kommt von oben. Vielen Dank, Melodia, dass du sie aufgehalten hast. Der Mensch. Du kommst gerade rechtzeitig für eine weitere entzückende Entdeckung. Ich bin endlich dabei, den Flothinger zu fangen, den ich in den letzten 3 Monaten verfolgt habe. Ich würde jetzt fragen, was ist ein Flohfinger, aber ich sag mal einfach, wie kann ich helfen? Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Es gibt nichts Menschlicheres, als sich aus unklaren Gründen einer gefährlichen Kreatur in den Weg zu stellen. Ich glaube, er war jetzt auch sehr gefährlich, so wie er hier rumbackt. Was ist meine Rolle dabei? Niemand hat je einen Flohfinger gesehen, aber ich muss der Erste sein, der ihn findet. Wenn jemand von der Akademie ihn in die Finger bekommt, wird er in ein Museum aufgehängt. Und ich kann nicht zulassen, dass eine Kreatur so leidet, egal ob Kryptide oder nicht. Meine Arbeit wird sich endlich auszahlen. Ich muss nur noch diese Falle in Position bringen. Kannst du das in den Ruinen in der Nähe der Daya Farm unterbringen? Die auf den kleinen Berg? Ich habe gehört, Menschen sind gute Kletterer. Ja, ich ja. Ich sag mal, ja, schnappen wir sie uns. Das ist die richtige Einstellung. Lass den Flohfinger deine zuversichtliche Aura nicht spüren, sonst könnte er fliehen. Sag mir Bescheid, wenn die Falle aufgestellt ist, okay? Aha. Als Saleri und ich klein waren, sind wir am liebsten an den Strand gegangen. Tatsächlich weiß ich aus sicherer Quelle, dass sie die Muscheln, die wir damals gefunden haben, noch immer hinter ihren Tresen versteckt. Ja, also soll ich ihr jetzt Muscheln schenken, der einen? Das war die, die gesagt hat, ich weiß schon, ich weiß das ja, dass sie das nicht will, ne? Hast du irgendwo Dämmerfalter gesehen? Sind das Quins nicht nur in der Abenddämmerung unterwegs? Also schlecht übersetzt, würde ich mal sagen. Ich weiß, dass es Tag ist, aber ich bin auf der Suche nach den seltenen Dämmerungsflügeln, die es tagsüber gibt. Ich liebe einfach alle Wesen, die nach ihren eigenen Regeln spielen. Kann man das screenshotten, bitte? Ach, ich liebe diese Gesichtsausdrücke, ganz ehrlich. So, Hassian. Stopp, stopp, stopp. Nicht weiterlaufen. Ach, das ist Auni. Ich dachte gerade, das ist ein Statue. Mit dem müssen wir dann gleich auch noch mal kurz reden. Ah, Tau ist auch dabei, du süßer Kleiner. Speak your business. Sie machen akzeptable Fortschritte. Ich habe ein neues Rezept, das du kaufen kannst. Ja, für den Bogen. Das hattest du mir letztes Mal schon gesagt. Ist doch für den Bogen, oder? Das hat er mir letztes Mal schon gesagt, dass ich den. Ach nein, ich hatte den Brief gelesen, glaube ich. Genau, ja. Standard Bow for Hunting Creatures. Shoots farther than the Markschuppe. Was heißt dieses Farther? Also schneller ist es nicht, oder? Präziser vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ob wir den Bogen jetzt schon holen sollen. Ach so, das ist die Falle, die ich aufstellen muss. Also die Pfeile, die würde ich gerne haben. Den Bogen.
Weiß ich nicht. Ich lasse es erstmal, würde ich sagen. Wenn du mir etwas schenken möchtest, wie wäre es dann mit etwas Leder? Ich arbeite an einer Weste, die in Frühlingsfarben getarnt ist. Das ist schön. Dann bringe ich dir mal ein bisschen Leder mit. Wenn ich wollen würde, dass du weißt, was ich denke, dann hätte ich es dir schon längst gesagt, oder? Also ich würde das so sehen, aber andere... Achso, jetzt habe ich hier drauf gedrückt. Andere würden das vielleicht nicht so sehen. So, okay, Leder habe ich jetzt nicht dabei. Ist der noch da? Der stand eben hier auf der Wiese, oder? Der Sack, der ist abgehauen. Tja, jetzt läuft er hier unten rum. Moment, wir haben aber... Da oben ist die Falle und mit dir muss ich auch noch mal kurz sprechen. Moment. So, darum, genau. Dann würde ich sagen, reden wir erstmal mit ihm, bevor er wieder abhaut. Und dann gucken wir, dass wir die Falle auf jeden Fall noch aufgestellt bekommen. Es ist... Also im Gegensatz zu so ziemlich jedem anderen Spiel, wo man halt eben eine Quest nach der anderen abarbeiten kann, finde ich das hier... Ich meine, man kann es theoretisch auch, indem man halt immer wieder unterbricht und immer hin und her läuft und so. Ich finde es ein bisschen Kuddelmuddel, so ein bisschen unübersichtlich. Moment, was ist er denn jetzt? Weil man halt immer irgendwelche Quests dann macht und dann wieder eine neue Quest und das hat sie mir nochmal geholfen, oder? War das nicht die gleiche? Schön, dich wiederzusehen. Hör mal, ich will dir ja nicht zur Last fallen, aber hast du Ref hier irgendwo gesehen? Bestimmt macht er irgendwo Ärger. Nein, den habe ich nicht gesehen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Er ist immer in Bewegung. Ich verstehe schon, dass er es nicht leicht hat, so wie er sich um seine Schwestern kümmern muss. Seine Schwester? Tisch. Ich weiß, man würde es nicht denken, wenn man die beiden sieht, aber Ref ist ein guter Junge. Pass immer auf seine Schwester auf, auch dann, wenn... Ach, das geht mich alles gar nichts an. Warum fragst du nicht einfach Ref? Und wenn du schon dabei bist, dann sag ihm doch, dass ich nach ihm suche. Ich habe hier eine ewig lange Liste von Dingen, die er für mich erledigen muss. Okay, sage ich ihm. Ich habe ein kleines Zimmer über dem Gasthaus. Es ist bescheiden, aber es stillt meine grundlegenden Bedürfnisse. Das reicht mir. Die beste Suite im Haus. Haha, weit gefehlt. Wenn du an einer unserer echten Suiten interessiert bist, sprech mit Ref. Andererseits weiß ich nicht, warum jemand, der ein paar Straßen weiter wohnt, ein Zimmer braucht. Ja, gute Frage, nächste Frage. So, damit könnte ich Kernholz machen, aber ich habe natürlich 88 zu wenig. Und wenn ich gleich wieder zurücklaufe, habe ich wahrscheinlich immer noch zu wenig. I'll see you around. Ja. Wir haben jetzt 3 Uhr nachmittags. Ich müsste noch mit Ref sprechen. Oh, das ist alles so durcheinander hier gerade. Moment, wir müssen erstmal in die Richtung. Ich hoffe, wir schaffen das zeitlich noch so einigermaßen. Weil mit ihm würde ich gerne sprechen. Es kann sein, dass er noch ein Rezept findet. Ich weiß nicht, was mit diesem einen Rezept passiert ist. Ah, Häkler. Deine Quest möchte ich auch gerne noch haben. Hallo Mensch, ich brauche deine Hilfe. Meine Runen verraten mir, dass soziale Interaktionen für ein gesundes emotionales Gleichgewicht wichtig ist. Als Ginas Beschützerin fällt es mir zu, diese Interaktion für sie zu arrangieren. Hättest du Interesse, mit Gina zu spielen? Ist sie nicht ein bisschen zu alt dafür, aber ich sag mal trotzdem sicher? Wunderbar. Frag sie unbedingt nach dem Wetter und den Büchern, die sie gelesen hat. Ich habe Gina daran erinnert, mehr Sachen für ihre Reise nach Kilima einzupacken. Aber sie hat nur einen Satz Strumpfwaren eingepackt. Wenn wir Baumwolle hätten, könnte ich ihr vielleicht ein paar zusätzliche anfertigen. Baumwolle habe ich normalerweise noch. Ich weiß, dass Gina diese Ruinen erkundet, weil es ihre Einzigkeit ist, obwohl sie es nicht so nennt. Aber ich frage mich, warum du sie erforscht. Das ist mein Einssein. Oh, welch freudige Nachricht.
Du und Gina habt ein gemeinsames Einssein. Das ist ein Grund zum Feiern. Jeder weiß, dass die besten Freunde diejenigen sind, die ein gemeinsames Einssein haben. Achso, das war das mit dem... Aber ich habe jetzt keinen... Nee, ich habe keine Baumwolle dabei. Wäre ja auch zu viel verlangt eigentlich. Gut. Wir... Moment, wo müssen wir jetzt gerade hin? Wir müssen hier hin, aber eigentlich nach links, oder? Ich soll hier irgendwo die Falle aufstellen. Achso, hier. Okay. Zack. Falle aufgestellt. Und nun? Soll ich nur mit ihr reden, glaube ich, ne? Moment, mit Gina sollen wir auch nochmal reden? Ah! Wo ist sie? Wo ist sie? Die ist doch wieder irgendwo dahinter, oder? So, ich muss jetzt mit beiden reden. Gina! Nicht weglaufen, ich habe nicht so viel Zeit und ich muss mit mindestens 3 Leuten reden. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Ich habe mich schon gefragt, wie es dir geht. Hallo, Gina. Oh, hallo. Wie ist das Wetter so? Naja, es ist ganz schön draußen. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Genau richtig zum Erkunden. Hast du letztens ein paar gute Bücher gelesen? Ja, habe ich. Ich habe Berichte von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt über das Wiederauftauchen des Menschen gelesen. Es ist wirklich faszinierend. Weißt du, es bedeutet mir sehr viel, dass du dir die Zeit nimmst, um nach mir zu sehen. Das macht meinen Tag wirklich schöner. Danke. Darf ich dir eine Frage stellen? Fühlst du dich manchmal wie ein totaler Betrüger? Wenn jemand herausfinden würde, wie wenig du weißt, würde er so sehr lachen, dass er es im Bahari hören könnte? Nein, ich bin mit mir glücklich. Ach, ich wünschte, ich wäre so wie du. Ich kann mir gut vorstellen, wie selbstgefällig alle anderen Lehrlinge sein werden, wenn ich hier versage. Sie haben immer gesagt, dass ich nur wegen meines Vaters auf die Akademie gekommen bin. In letzter Zeit denke ich, dass sie vielleicht recht haben könnten. Nein, nein, nein. Steinchen hatte ich ja bei ihr auch schon probiert. So, Hekler. Halt, stopp. Gina studiert schon seit Ewigkeiten denselben Felsen. Ich mache mir manchmal Sorgen um sie. Ich habe mit Gina geredet. Vielen Dank. Ich bin zuversichtlich, dass das Gespräch meiner Gina helfen wird, ihr Wohlbefinden zu erhöhen. Es ist wichtig, dass ihre sozialen Bedürfnisse von den geeignetsten Personen erfüllt werden. Es freut mich, dass du eine solche bist. Bitte seh doch bei Gelegenheit mal nach meiner Gina. Wir beide wüssten das sehr zu schätzen. Initiating goodbye ritual. Ja, würde ich ja gerne machen. Moment. Erstmal eben mit Seth reden. Ich glaube, der ist am nächsten. Oder ist doch die eine am nächsten? Ich bin mir gerade nicht sicher. Sind die vielleicht beide im gleichen Gebäude? Das kann. Nee, ist doch nicht. Im gleichen Gebäude sind sie nicht. Stehen bleiben. Audi, hallo. Ach, dann lauf einfach weg. Ist mir jetzt auch egal. Ich muss mit denen reden hier. Bleib stehen. Good to see you again. Hey, Süßer. Ich bin eine Sie, aber ist egal. Bist du heute schon durch Kilima gerannt? Hm? Ich auch. Irgendwie muss ich mein Training durchziehen. Diese Muskeln kommen nicht einfach aus dem Nichts, weißt du? Wow. Ist da gerade einer nach oben geflogen, oder was? Ich habe sie von Nayu geklaut. Ja, das glaube ich. Du steckst in Schwierigkeiten. Nein, Ashura sucht dich. Ist er das? Ich würde eher sagen, tut er das? Das überrascht mich nicht. Jeder ist stets auf der Suche nach mir. Du mit eingeschlossen. Aber könntest du mir vielleicht sagen, warum? Ashura wollte, dass du ein paar Dinge für ihn erledigst. Oh, kann sein, dass ich ein paar Dinge auf die lange Bank geschoben habe. Ich war in letzter Zeit einfach sehr beschäftigt. Tish hat mich gebeten, ihr bei ihrem nächsten Projekt zu helfen. Spoiler-Alarm. Es hat etwas mit Möbeln zu tun. Die sind irgendwie ihr Ding. Tish hat Glück, einen Bruder wie dich zu haben. Nicht wirklich. Aber ich gebe mir alle Mühe. Immerhin kann Tish einen Stock in 2 Ohrmus verwandeln, die Walzer tanzen. Und ich kann einen Stock zu einem etwas kleineren Stock zurechtschnitzen. Sie hat unsere Eltern stolz gemacht, indem sie ihren Weg weiterverfolgt hat. Das Mindeste, was ich tun kann, ist ihr zu helfen, wenn sie darum bittet. Aber ich denke, ich sollte mich lieber um Ashuras Aufgaben kümmern. Es sei denn... Oh nein, ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Es sei denn...
Es sei denn, ein super hilfreicher, super cooler, super netter Mensch könnte mir hier helfen. Wobei brauchst du denn meine Hilfe? Ach, es ist nichts Wildes. Nur bei ein paar Lieferungen und Abholungen. Sollte für jemanden wie dich nicht allzu schwer sein. Esche wartet auf eine Essenslieferung. Ich habe das Paket gleich hier. Danach musst du für mich ein paar Dinge bei Nayo auf dem Bauernhof abholen. Und musst du den täglichen Fleischvorrat für das Gasthaus von Hassian holen. Ich befürchte, wir haben jetzt... zu Bett geht's halt. Kinderspiel, oder? Du hast Glück, dass du so hübsch bist. Nee, danke. Ich hab's. Danke, Schleckermaul. Deine Hilfe bedeutet mir wirklich viel. Sifu bestellt fast jeden Abend gegrilltes Fleisch. Hat sie es nicht schon satt? Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal die große Stadt verlassen würde. Aber, Tisch, sie würde in Bahari richtig krank. Ihr Heiler sagte etwas, frische Luft würde ihr gut tun. Also, wir sind hierher gezogen, wo die Luft besonders frisch ist. Ob man es glaubt oder nicht. Aber das Leben im Tal scheint zum Glück schon auszureichen, um sie kerngesund zu machen. Das ist doch schön. Ah, jetzt haben wir auch das. Das ist auch schön. Das haben wir ja kostenlos bekommen. Das müssen wir auch noch machen. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier das Rezept. Das kaufen wir auch noch direkt mit. Was habe ich denn hier bekommen? Achso, das Fresspaket. Ja, ja, klar. Ich dachte gerade schon, das ist ein Geschenk. Halb sieben. Ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. Wo bist du? Du bist... Du bist hier drin. Okay, perfekt. You're here, so I may as well help. Was willst du? Ich bin hier, um etwas Fleisch abzuholen. Er hat dich geschickt, damit du die Drecksarbeit für ihn erledigst. Warum wundert mich das nicht? Hier, nimm das und geh mir aus den Augen. Hast du ein Problem mit Rev? What? Ein Problem? Ich denke nicht oft genug an ihm, um ein Problem mit ihm zu haben. Es ist eine Sache, all das über den Haufen zu werfen, was einem die Eltern für die Zukunft aufgebaut haben. Aber es ist eine andere Sache damit, zu prahlen. Er brüstet sich noch damit, obwohl es eine Schande ist, von seinem Weg abzukommen. Aber ich würde nicht erwarten, dass ein Mensch wie du das verstehst. Trotzdem, sie machen seine Arbeit für ihn und ich nehme an, das sollte belohnt werden. Hier. Was? Ah, ich habe was. Ich habe Fleisch bekommen, sehr schön. Ach, mit dir sollte ich auch nochmal reden. Just got some new blades in stock. Ich wollte nur wissen, wie es dir geht. Ah. Falls du es noch nicht probiert hast, ich kann dir das Hausbier empfehlen. Geht gut runter und schont den Geldbeutel. Okay. Come back with a story. Aber sie hat mir leider keins gegeben, aber sie hat so eine Dix für mich, eine Quest. Hast du meinen Jungen irgendwo gesehen? Kürzlich oder überhaupt? In letzter Zeit nicht. Tja, also, wenn du ihn siehst, dann frag ihn doch bitte, ob er zum Abendessen nach Hause kommt. Ich habe genug Steaks gemacht, um eine Herde Shatvarak satt zu bekommen. Und es wäre zu schade, wenn ich etwas wegschmeißen müsste. Come back again soon. Der steht neben dir. Stimmt ja, das war ja ihr Sohn. Brauchst du etwas? Da du schon hier bist, kann ich dir genauso gut helfen. Deine Mutter, die keinen halben Meter neben dir steht, möchte wissen, ob du heute Abend nach Hause kommst. Du bist heute der fünfte Mensch, der mich das gefragt hat. Sag ihr, dass ich dort sein werde, weil es meine Pflicht als Sohn ist. Das ist ein bisschen grob. Und das geht dich wirklich nichts an. Natürlich geht dich das alles nicht wirklich etwas an, oder? That's enough. Okay, ich drehe mich um. Sifu. Er wird kommen. Gut zu wissen. War er wegen meines Steaks begeistert? Kann er sich denn für irgendetwas begeistern? Sicher doch. Wenn du ihn besser kennst, wirst du schon sehen. Wenn ich du wäre, würde ich mir über den Jungen nicht den Kopf zerbrechen. Tief drinnen hat er einen weichen Kern. Wirst es nicht glauben, aber in seiner Freizeit schreibt er Gedichte. Warum nimmst du dir nicht auch etwas Steak für deine Hilfe? Wie schon gesagt, ich habe zu viel für Hassian und mich gemacht. Was schon was heißt, da ich eine gute Esserin bin. Stop by anytime. Ja, sehr schön. Wir haben ganz viel zu essen bekommen. Und mit Ashura können wir auch nochmal kurz sprechen. Du könntest der beste Sammler sein, den ich in den Wäldern gesehen habe seit meinem Jungen. Ich. Aber auch ein erfahrener Handwerker kann sich manchmal verirren.
Wenn du jemals Probleme hast, deinen Weg zu finden, kannst du vielleicht eine meiner alten Wünschelrouten bauen. Okay, die haben jetzt auch freigeschaltet. Sehr schön. Kostet aber wahnsinnig viel, muss ich dazu sagen. Wieso brauche ich dafür eigentlich 3 von den Dingern? Ach du Schande. Okay, aber wir haben zumindest was Neues wieder freigeschaltet. Das ist schön. Und sie ist auch noch so einigermaßen in der Nähe. Dann laufen wir mal ganz schnell, schnell, schnell. Vielleicht erwischen wir sie noch. Sie ist im Laden, nehme ich mal an. Ja. Zack. Perfekt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Flothinger endlich Frieden finden können. Ich werde dafür sorgen, dass du weißt, wann die Falle zugeschnappt hat. Danke, dass du mir geholfen hast, die Wahrheit zu finden. Oh, I have a feeling we're being spied on. I have a feeling. Wer ist denn näher? Die sind beide nicht so besonders nah. Jetzt müssen wir mal schauen. Die ist auf der Rückseite. Dann laufen wir doch mal ganz schnell hier hin. Kriegen wir hier irgendwo einen Punkt, wo wir rüber springen können? Ne, ich glaube, es ist einfacher hier zu laufen. Ach, sie steht da. Sehr schön. Ich hoffe, das ist wichtig. Ich habe was für dich. Ist das die Mahlzeit, die ich bei diesem Pöbel im Gasthaus bestellt habe? Nun ja, lieber später als nie. Zumindest meistens. Seit mein Koch Enzo das Handwerk geworfen hat, fällt es mir schwer, in diesem Dorf etwas Essbares zu finden. Und wenn ich jetzt doch einmal etwas finde, dann wird es mir kalt geliefert? Das ist das Resultat, wenn man von seinem Weg abkommt. Dieser Junge hätte Tischler bleiben sollen. Hallo? Warum stehst du hier noch rum? Ich bin beschäftigt und nicht zu deiner Unterhaltung hier. Hier, nimm das und mach dich auf dem Weg. Nein! Ach, Moment, ich kann noch mal kurz mit ihr chatten. Mein Mann neigt dazu, sich mehrere Monate am Stück auf ein bestimmtes Lebensmittel zu versteifen. Seine aktuelle Obsession sind Sandwiches. Er isst sie zum Frühstück, Mittag und Abendessen und zu jeder Zeit dazwischen. Seine Fixierung wäre ja nicht so schlimm, wenn er nicht ständig seine Sandwiches verlieren würde. Ständig oder so schlecht. Erst neulich Abend habe ich ausgerechnet in meiner Badewanne eins gefunden. Was im Machis Namen hat es da zu suchen? Okay, lauf, 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 lauf. Wir müssen noch schnell dem Letzten was ausliefern. Komm, wir haben erst 9 Uhr, du darfst noch nicht schlafen. Ich erwisch dich noch vorher. Ich habe nur keine Ahnung, wo der ist. Aber ich laufe trotzdem... Achso, doch, der ist da oben auf der Farm, nehme ich mal an. Ich laufe trotzdem schnell hin. Scheiße, jetzt ist hier... Es tut mir leid, aber Kupfer ist wichtiger. So. Ich weiß, es kommt immer alles dreifach zurück. Heißt mit anderen Worten... Hat die mir eine Kerze gegeben? Heißt mit anderen Worten, ich werde jetzt das Problem haben. Aber obwohl, er kommt gerade raus. Raus ist gut. Welcome to the village. Wie kann ich dir helfen? Ref schickt mich. Nice. Oh, es geht um das eingelegte Gemüse, richtig? Das habe ich hier gleich irgendwo. Um ehrlich zu sein, bin ich ganz froh, dass du gekommen bist und nicht er. Weil er deine Muskeln gestohlen hat? Ja, genau. Warum? Ref und ich sind uns nicht ganz grün. Ist eine lange Geschichte. Aber warum bist du jetzt hier und nicht er? Machst du jetzt seinen Job für ihn? Er hat mich reingelegt, genau. Ich tue einem Freund einen Gefallen. Oh, ich wusste nicht, dass er irgendwelche Freunde hat. Du weißt doch, wie er ist, oder? Er flirtet immer mit jedem. Auch bei Leuten, die vielleicht schon vergeben sind. Tut mir leid, ich habe mich ein wenig aufgeregt. Wie auch immer, hier sind deine Gurken und ein Trinkgeld dafür, dass du Refs Arbeit für ihn erledigt hast. Ich habe diese einzigartigen kleinen Wiesenblumen gefunden, als ich neulich ausreiten war. Sie waren blau und hatten violette Punkte. Solche Blumen habe ich vorher noch nie gesehen. Ich wollte mir welche aussuchen, aber ich dachte, ich lasse sie da, um die nächste Person auch so zu überraschen. Okay, vielen Dank. Also glaube ich, er hatte mir gegeben.
Einem unserer Wagen ist gestern ein Rad gebrochen und wir können es uns im Moment einfach nicht leisten, ein neues Rad zu kaufen. Wenn du ein altes Exemplar findest, kannst du es bringen. Ich bin sicher, dass ich ihn reparieren kann. Ja, ich habe es natürlich jetzt nicht dabei. Ich wollte mal kurz gucken, was das ist. Räucherkerze. Wer hat mir denn jetzt eben eine Räucherkerze in die Hand gedrückt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Der Puppenmann steht neben mir. Der sieht aber eher aus wie eine Frau. Na gut. Schauen wir mal, wir müssen wieder zurück. Ah, der hätte mir sonst garantiert das Kupfer weggenommen. Garantiert. So. Bitte bleib noch ein bisschen wach. Bitte bleib noch ein bisschen wach. Bitte bleib noch ein bisschen wach. Hat der nicht mal was gesagt, dass er irgendwie Nachtschicht hat oder so jetzt? Oh, Junge, Junge, Junge. Mit dem müsste ich eigentlich auch noch reden, ja. What can I do for you? Hi, Gameplayerin. Hast du Rev irgendwo finden können? Ich... hat alle Aufgaben für dich erledigt. Ich habe seine Aufgaben für dich erledigt. Aha. Hast du das, ja? Es tut mir leid, dass du in all das verstrickt wurdest. Danke fürs Aushelfen. Wie geht's, Rev? Er wirkte gestresst. Schien ihm gut zu gehen. Typisch, Rev. Dem Kerl scheint es immer gut zu gehen. Ich frage mich aber, was hinter diesen Lächeln wirklich in ihm vorgeht. Besonders, wenn man die Verfassung seiner Schwester bedenkt. Aber das sind nur die Sorgen eines alten Mannes. Sei so lieb und hab ein Auge auf ihn für mich, ja? Ich würde mich deutlich wohler fühlen, wenn wir jemanden hätten, der auf ihn aufpasst. Ja, kein Thema? Drop by whenever you like. Mach ich. Da kann man nur... Da konnte man doch jetzt nur Rezepte kaufen, ne? Oh, Moment. Nee. Okay, gut. Ja. Das war... Also nicht Rezepte, sondern die fertigen Dinger meinte ich jetzt eigentlich. Nicht Rezepte. Was ist mit dir? Mit dir habe ich heute auch nicht gesprochen. Mein armes Schätzchen. So spät bist du noch draußen. Komm rein und erzähl der alten Tante Delilah, was los ist. Es war schön, dich zu sehen, aber es wird Zeit, dass ich mich hinlege. Wünsch Padru und den Kindern gute Nacht, wenn du sie siehst. Okay. Petunia hat nicht mehr so viele Eier wie früher produziert. Unter uns gesagt, ich glaube, sie und Feder haben sich gestritten. Wie auch immer, ich könnte ein paar gebrauchen, wenn du ein oder zwei übrig hättest. It's nice to have someone who wants to listen. Ich könnte welche kaufen. Komm, letzte Aktion. Es ist so lang jetzt, diese Folge. Tja, schlag mich mit einer Peki-Feder. Sie tun es schon wieder. Lass mich raten. Ich kümmere mich um sie. Das sind diese verdammten Grillen. Sie haben meine ganze frische Ernte aufgefressen. Und genau jetzt, wo die Steuern fällig sind. Zum Glück habe ich noch ein paar gute Salatköpfe im Lager, die Kenley seiner schrecklichen Schwester geben kann. Wenn nur jemand etwas gegen dieses Grillenproblem unternehmen würde, dann könnte diese Farm tatsächlich anfangen, Gewinn zu machen, anstatt nur knapp zu überleben. Collect 5 gemeine Feldgrillen. Das können wir machen, das können wir machen. Ich würde aber sagen, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil, wie gesagt, die Folge ist jetzt schon wieder wahnsinnig lange geworden. Und dass ich dann genau hier in der nächsten Folge weitermache. Weil ich meine, die Grillen, die kann ich ja auch bei Nacht sammeln, deswegen, nur ich will die Folge halt nicht so lange haben. Ich sag mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.